Mythen, Monster und Legenden. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Der Gedanke hinter diesem Vortrag ist folgender. Neben unserer nüchternen und wissenschaftlich katalogisierten Welt existieren in unserem Kopf Reste von Fantasie und Träume der Jugendzeit. Die nachfolgenden Bilder und Texte sind ein Spiegel davon. Manches gibt es wirklich. Anderes gibt es vielleicht, wieder anderes ist nur erfunden. Es werden mögliche erklärende Hypothesen aufgezeigt. Die Maximen meiner kleinen Vorträge für mich selbst und auch für meine Zuschauer sind Lernen und Träumen. Ihr Dr. Hans-Jürgen Alexi. Nun zu unserem ersten Mythos. Der Klassiker ist natürlich das Loch Ness und sein Monster. Loch Ness ist der zweitgrößte und tiefste See Schottlands. Das Loch Ness ist 37 Kilometer lang und 230 Meter tief. Der See besitzt steile Wände und eine Verbindung zur Nordsee über den River Ness und auch eine künstliche Verbindung durch den von Menschen angelegten Kaledonischen Kanal sowie fraglich noch über unterseeische Höhlen. Ein erster Bericht über ein Ungeheuer in diesem See stammt immerhin bereits aus dem Jahre 565 nach Christus. Der heilige Columbian rettete damals einen Pikten, also einen Vorläufer der heutigen Schotten, vor einem Monster. Im Mittelalter gab es nur vereinzelte Berichte. Seit 1933 häufen sich die Sichtungen, besonders im Sommer in der Touristenzeit. Dieses märchenhafte und verschwommene Bild hat mich in meiner Jugend auch fasziniert. Leider musste später zugegeben werden, dass es sich um eine Fälschung handelt, um eine gebastelte Attrappe auf einem kleinen U-Boot aus dem Jahr 1934. Es hat zahlreiche Berichte und Bilder gegeben, die als Fälschungen entlarvt sind. Bisher gibt es keine Beweise. Was könnte das also gewesen sein? Zwei hypothetische, aber natürlich unwahrscheinliche Erklärungen könnten passen zu einem solchen Ungeheuer und zu den Beschreibungen, die wir haben. Zum einen würde es passen zu einem Plesiosaurus, also einer Gattung großer Meeresreptilien aus dem Erdmittelalter, die aber seit der Kreidezeit zusammen mit den anderen Sauriern ausgestorben sein sollen. Eine andere Darstellung eines Plesiosaurus aus der Kreidezeit, damals haben sie die Meere beherrscht. Fühlen sie sich heute noch wohl in den Gewässern von Loch Ness nach 60 Millionen Jahren? Eine weitere Hypothese könnte sein, ein Basilosaurus, ein Tier, das früher Zeugloton genannt wurde. Es handelt sich um einen riesigen, 18 Meter langen, schlangenartigen Raubwal aus dem Tertiär, der angeblich vor 30 Millionen Jahren ausgestorben ist oder eben doch nicht. Ein fantasievolles Bild, aber nicht direkt vor dem Einschlafen anschauen. Der nächste Mythos wäre der Mythos des Yeti, des Schneemenschen. Weltweit gibt es verschiedene Namen für einen fraglichen Wildmenschen. Im Himalaya und in Tibet heißt er Yeti, wir sagen Schneemensch. In Nordamerika wird dieses Geschöpf Bigfoot genannt, in Kanada Sasquatch, das ist aus dem Indianischen für behaarter Mensch. In Russland und im Kaukasus gibt es Berichte über einen Alma, einen Wildmenschen. Etwa seit 1850 gibt es Indianerberichte über solche Sichtungen. Seit etwa 1958 häufen sich die Beobachtungen. Allerdings sind zahlreiche Fälschungen nachgewiesen, zum Beispiel durch Holzfußattrappen, die Fußspuren verursacht haben. Auch unser Bild ist erkennbar sehr fälschungssicher.
Dieses Bild soll einen angeblichen Yeti-Skalp in einem Kloster im Himalaya zeigen. Leider haben die Mönche bisher die genaue Untersuchung verweigert. Ein mögliches Motiv könnte rechts im Bild zu sehen sein, die Spenden der Touristen. Was könnte ein Yeti, ein Schneemensch aber tatsächlich sein? Es könnten natürlich überlebende Frühmenschen sein, Gruppen von Neandertalern. Diese sind aber nach bisheriger Lesart vor 30.000, 40.000 Jahren ausgestorben. Es könnte auch sein, ein überlebender Gigantopithecus. Mit dem wollen wir uns kurz näher befassen. Ein überlebender Gigantopithecus, Riesenaffe, wäre ein überlebender asiatischer Riesenprimat. Es hat ihn gegeben. Der asiatische Riesenprimat ist bekannt, bisher nur durch Zahnfunde. Erstmals 1935 in chinesischen Apotheken festgestellt. Dort wurden sie natürlich als Drachenzähne verkauft. Seit 1956 gibt es Kieferfunde. Die Fossilien werden auf 7 bis 8 Millionen Jahre datiert. Aus China gibt es Fossilien vor 2 Millionen Jahren. Die allerletzten finden sich bis vor 100.000 Jahren immerhin. Der Lebensraum des Riesenaffen umfasste China, Pakistan und Nordindien. Der Gigantopithecus soll zwischen 1,80 Meter und bis 3 Meter groß gewesen sein. Die Skelettgröße wird aus seiner Zahngröße abgeleitet. Die bisherigen Untersuchungen zeigen eine Verwandtschaft mit dem Orang-Utan und nur fraglich eine Verbindung zum Gorilla. Faszinierend ist auch diese Darstellung des Gigantopithecus in aufrechter Haltung. Man könnte ihn sich gut im Himalaya als Schneemensch vorstellen, aber wie gesagt, 100.000 Jahre Abstand zu den Fossilien. Das nächste Monster ist der Komodowaran. Der Komodowaran ist die größte lebende Waranart und kommt nur noch in Indonesien auf der Insel Komodo und drei Nachbarinseln vor. Die Riesen erreichen Längen bis 3 Meter und ein Gewicht bis 70 Kilogramm. Ihr Alter wird maximal auf 30 Jahre geschätzt. Komodowarane sind stark gefährdet und daher streng geschützt. Es existieren noch 3000 Exemplare. Komodowarane werden auch genannt die letzten Drachen. Und sie erinnern ja auch an solche. Die letzten Drachen können über kurze Strecken schnell laufen und auch schwimmen und sogar auf Bäume klettern. Sie sind gefürchtete Jäger. Im Unterkiefer sitzen Giftdrüsen. Der Speichel ist daher sekundär giftig. Dieses Biest hier trägt ein Senderhalsband. Es lässt sich aber nicht davon abhalten, seine alten Gewohnheiten auszuleben. Der Hirsch muss sehr vorsichtig sein, denn über kurze Strecken können sie eine hohe Geschwindigkeit entwickeln. Man könnte meinen, es handelt sich bei den Komodowaranen um Inselgigantismus. Auf Inseln, auf isolierten Lebensräumen können sich ja riesige und auch sehr kleine Formen entwickeln. Bei den Komodowaranen handelt es sich aber um Nachkommen von indo-australischen Riesenwaranen, die immerhin bis zum Pliozän gelebt haben. Zum Beispiel von diesem Varanus priscus bis 7 Meter Länge. Die große Anaconda ist die größte Schlange der Welt. Sie ist eine Würgeschlange, sie ist keine Giftschlange. Sie lebt in Südamerika. Die Anaconda wird von den Menschen verfolgt und ist selten. Ihre braune oder olivgrüne Haut gibt ihr eine gute Tarnung. Die Länge misst 2 bis 5 Meter,
die längste dokumentierte Haut maß 8,9 Meter plus dem Kopf. Eine riesige Schlange. Hier ein scheußliches Bild. Die Anaconda kann, wie andere Schlangen auch, ihre Kiefer aushaken und damit Beute verschlingen, die größer ist als ihre ursprüngliche Maulöffnung. Hier verschlingt sie ein vorher erdrücktes Wasserschwein. Die Anaconda ist ein semi-aquatisch lebender Lauerjäger, also teilweise im Wasser, vor allem im flachen Wasser, lebend und lauernd. Ihre Muskeln sind so stark, dass pro Meter Schlange ein kräftiger Mann zum Festhalten erforderlich ist. Der weiße Hai ist der größte lebende Raubfisch und besitzt die stärkste Beißkraft aller Tiere. Die Länge kann bis 8 Meter betragen und das Alter wird auf 40 bis 70 Jahre geschätzt. Der weiße Hai kommt weltweit vor und unternimmt große Wanderungen. Er ist durch menschliche Bejagung stark gefährdet. Es kommt tatsächlich pro Jahr zu etwa 3 bis 7 Angriffen auf Menschen, die nicht provoziert sind. Diese enden häufig tödlich. Man geht aber nicht von gezielter Jagd auf Menschen aus, sondern von einer Verwechslung der Menschen, besonders übrigens auf Surfbrettern, mit Robben. Robben gehören zu seiner Lieblingsbeute. Der Riesenhai ist der zweitgrößte Fisch nach dem Walhai. Er erreicht bis zu 10 Meter Länge und bis 4 Tonnen Gewicht. Der Riesenhai ist ein friedlicher Planktonfresser mit einem kleinen, etwa faustgroßen Schlund. Er durchflügt die Meere mit offenem Maul auf der Suche nach Zooplankton. Er kommt einzeln und auch in Gruppen vor und unternimmt lange Wanderungen. Er ist nicht menschenscheu, wie man auch auf diesem Bild sieht. Er ist weiterhin durch Harpunenjagd noch immer gefährdet. Er hat selber sonst keine Feinde, bis auf die gefährlichen Schwertwale. Der Pottwal ist der größte Zahnwal und kommt weltweit vor. Der Name kommt von der niederdeutschen Bezeichnung Pott für Topf wegen seiner massigen Kopfform. Die kegelförmigen Zähne brechen nur im Unterkiefer durch. Männchen werden bis 20 Meter lang und erreichen ein Gewicht bis 50 Tonnen. Die Weibchen bleiben kleiner und werden immerhin noch bis 12 Meter lang. Vor der Walfangära sollen die Tiere noch größer gewesen sein. Das Alter wird auf bis zu 70 Jahre geschätzt. Der Pottwal hat wie alle Zahnwale nur ein Nasenloch und daher auch nur eine Blasfontäne. Diese ist bei ihm typischerweise mit 45 Grad nach vorne geneigt. Ein seltener Anblick an der Meeresoberfläche, der größte Zahnwal, der Pottwal. Pottwale besitzen mit 9,5 Kilogramm das bei weitem größte Gehirn aller Lebewesen. Wahrscheinlich ist diese Größe bedingt durch die Hirnregionen für die Echoortung. Pottwale wurden stark bejagt. Es gibt noch etwa 500.000 Exemplare. Sie werden bis zu 20 Stundenkilometer schnell und tauchen am tiefsten von allen Säugetieren bis 1000, sogar bis 3000 Metern Tiefe. Pottwale sind sehr soziale Tiere. Bei Angriffen und Gefahr, zum Beispiel durch Orcas, nehmen sie kleine, kranke und schwache Tiere in ihre Mitte und wehren die Angreifer mit den Schlägen ihrer starken Schwanzflossen, den Fluken, ab.
Was machen Pottwale in der enormen Tiefe von 1000 bis 3000 Metern? Erst durch Untersuchungen ihres Mageninhalts und durch zunächst unklare, kreisrunde, riesige Abdrücke von Narben auf ihrer Haut hat man es herausgefunden, sie fechten in dieser Tiefe Kämpfe mit ihrer Lieblingsbeute aus, den Riesenkalmaren. Davon später. Der ehemalige Walfänger Herman Melville, also auch hier Wandel vom Saulus zum Paulus, hat den Pottwalen im Roman Moby Dick ein literarisches Denkmal gesetzt. Die Vorlage dafür ist ein realer, historischer, großer, weißer Pottwal im Pazifik, Moby Dick. Ein anderer, ähnlich großer Wal hat im Jahr 1820 immerhin das Walfangschiff Essex im Pazifik versenkt. Das sind jetzt die Gegner aus der Tiefsee, die Riesenkalmare. Die Art Architeutis dux ist der größte lebende Kopffüßer. Die Kalmare gehören zu den zehnarmigen Tintenfischen. Sie verfügen über 8 Arme, die bis zu 10 Meter lang werden können, und über 2 Tentakel-Fangarme zusätzlich. Der Mantel, das ist die Rückseite von Körper und Kopf zusammen, kann bis zu 2 bis 3 Meter lang werden. Kalmare besitzen riesige Augen zur Verstärkung des Restlichtes. Sie leben in einer Tiefe von 500 bis 1000 Metern. Kalmare sind dadurch limitiert, dass sie nur 3 bis 5 Jahre alt werden. So sehen Riesenkalmare nur aus, wenn sie gestorben sind und konserviert werden. In der Natur haben sie tatsächlich diese rostrote oder rotbraune Farbe, wie sie im vorigen Bild gezeigt wurde, und die helle Unterseite. Die Riesenkalmare können, wie andere Tintenfische auch, ihre Hautfärbung verändern und anpassen an die Umgebung. Sie können bei Gefahr Tinte ausstoßen. Und sie verfügen über Biolumineszenz, also fantastische Lichtspiele in der Tiefsee. Bei Riesenkalmaren ist die Größenbestimmung problematisch, da die Arme eine sehr hohe Dehnungsfähigkeit besitzen. Verlässlicher ist die Bestimmung des Mantels, also der Gesamtheit von Kopf und Rumpf. Hier sind Größen von 2 bis 2,5 Metern dokumentiert. Und es werden maximale Größen bis 5 Meter angenommen. Eine ganz andere Tierfamilie sind die Kraken. Der Riesenkrake ist der größte lebende Krake und kommt in mehreren Arten auf der Welt vor. Die Kraken gehören zu den 8-armigen Tintenfischen, zur Ordnung Octopoda, Achtfüßer. Kraken besitzen gute Linsenaugen und bewegen sich durch das Rückstoßprinzip wie eine Rakete rasch durch das Wasser. Sie können die Farbe ihrer Umgebung anpassen und sich durch kleinste Spalten quetschen, da sie kein Innenskelett haben. Die größte Art unter ihnen ist der pazifische Riesenkrake Enter Octopus. Er ist intelligent und kann Probleme lösen. Auch er hat aber nur ein kurzes Leben von 3 bis 5 Jahren. Riesenkraken wachsen schnell heran, bis zu Gewichten von 40 Kilogramm und maximal sind 270 Kilogramm dokumentiert. Er verfügt über 8 Fangarme mit einem Armkreis bis maximal 9,50 Meter. Kraken sind ebenfalls durch Wasserverschmutzung gefährdete Arten. Das alte Bild zeigt eine Schauervision von einem Seemonster. Ich vermute, dass weniger ein Riesenkrake schuld war als übermäßiger Alkoholgenuss. Der Schwertwal
oder Killerwal oder Orca ist der gefährlichste Zahnwal und ein Spitzenprädator. Orcas sind tatsächlich die Herrscher der Meere. Die Schwertwale werden 8 bis maximal 10 Meter lang und bilden eine 1,8 Meter hohe, individuell verschiedene Rückenflosse, ein Schwert aus. Schwertwale erreichen ein Alter von 50 bis sogar 90 Jahren. Schwertwale sind intelligent und sozial. Sie jagen in Gruppen und wenden dabei verschiedene Töne an zur Kommunikation und erlernen Taktiken. Auf diesem Bild beobachten junge Schwertwale die Jagdszene. Dabei umkreisen die Schwertwale die Eisscholle mit den Pinguinen. Vereinzelt werfen sich dann Schwertwale auf die Eisscholle und schwemmen die Pinguine mit einer Wasserwelle vor die Schnauzen der Orcas auf der Gegenseite. Schwertwale kommen weltweit vor und halten sich überwiegend in Küstennähe auf. Der Orca selbst hat keine Feinde im Tierreich. Er ist wenig gefährdet durch den Walfang. Der Bestand an Orcas wird noch auf etwa 50.000 Exemplare geschätzt. Das Leistenkrokodil ist die größte und auch gefährlichste Krokodilart, noch vor dem Nilkrokodil. Das Leistenkrokodil ist das letzte Salzwasserkrokodil. Der deutsche Name stammt daher, dass von den Augen 2 erhöhte Grate Leisten bis zur Mitte der breiten Schnauze ziehen. Leistenkrokodile sind gefährlich. Etwa 50% ihrer Angriffe auf Menschen sind tödlich. Leistenkrokodile werden 3 bis 5 Meter lang, waren früher aber noch größer. Ein 1950 erlegtes Tier maß 8,5 Meter. Auch das riesige Krokodil auf unserem Bild ist deutlich größer. Alte Männchen wiegen bis zu einer Tonne. Leistenkrokodile werden über 70 Jahre alt. Leistenkrokodile können hoch aus dem Wasser springen, um Beute zu erlegen. Auf der anderen Seite können Krokodile bis zu einem Jahr ohne Nahrung auskommen und ihren Stoffwechsel extrem reduzieren. Der Lebensraum der Leistenkrokodile ist der Südpazifik. Insbesondere sind es die Flussmündungen und Mangrovensümpfe. Es sind aber auch schon Tiere auf hoher See, 1000 Kilometer vom Land entfernt, beschrieben worden, also echte Salzwasserkrokodile. Leistenkrokodile, also Reptilien, betreiben eine Brutfürsorge über 3 Monate. Sie bewachen einen Bruthügel aus Pflanzen, und die Eier profitieren von der resultierenden Fäulniswärme. Die Überlebenschancen der etwa 80 Eier pro Gelege sind daher gut. Der Narwal ist eine kleine arktische Walart und besitzt einen einzelnen Stoßzahn aus Elfenbein mit einer schraubenförmigen Windung. Der Zahn kann bis 3 Meter lang werden. Es handelt sich um einen verlängerten Eckzahn des Männchens, vereinzelt auch des Weibchens. Seine Funktion ist bisher unklar. In dem Stoßzahn finden sich sensible Nervenenden, daher wird eine Funktion als Messinstrument diskutiert. Weitere Hypothesen deuten ihn als Waffe oder als Hierarchiesymbol. Wenn Stoßzähne von verstorbenen Tieren an den Küsten angespült wurden, dann könnte hieraus die Legende vom Einhorn wurzeln. Der Narwal lebt in der Arktis an der Eisgrenze und ist bis auf indigene Jagd geschützt. Der Bestand beträgt noch etwa 23.000 Exemplare. Narwale werden 4 bis 5 Meter lang
und erreichen ein Alter von etwa 40 Jahren. Das Horn des Einhorns, wie wir jetzt wissen, der Eckzahn des Narwals, wurde im Mittelalter mit Gold aufgewogen und mehr als das. Und zwar deswegen, weil es die Legende gab, dass die Berührung mit diesem Zahn von Speisen und Getränken und Vergifteten Vergiftungen heilen könnten. Das war bei den zahlreichen Intrigen an den Höfen des Mittelalters nicht ganz unwichtig. Das nächste unserer Gespenster ist der Beutelwolf. Der Beutelwolf war oder ist das größte Raubtier der Beutelsäugetiere in Australien und Tasmanien. Der Beutelwolf wurde bis 130 cm lang und 60 cm hoch und wog bis 30 kg. Er war nachtaktiv und wurde maximal bis 40 Stundenkilometer schnell. Die Querstreifung diente der Tarnung. Er besaß kräftige Kiefer. Zu seiner Geschichte. In Australien war der Beutelwolf bereits seit 3000 Jahren vor Christus ausgestorben durch eingeschleppte Dingos, die Wildhunde, die über die Landbrücke aus Asien gekommen waren. In Tasmanien war der Beutelwolf um 1800 noch verbreitet. Seit 1860 gab es ihn nur noch in den Bergen. Er wurde als Schafskiller verdächtigt und diffamiert und sein massenhafter Abschuss durch Prämien gefördert. Wahrscheinlich waren aber wildernde Hunde und nicht er die Hauptursache für die Schafsrisse. Beutelwölfe waren ab 1910 selten. Der letzte Wolf in Freiheit wurde 1930 von einem Farmer getötet. Das letzte Weibchen namens Benjamin ist 1936 im Zoo von Hobart gestorben. Es existieren zahlreiche Präparate und Fellreste. DNA-Rekonstruktionsversuche erfolgen. Uns hatte immer wieder die Fantasie angeregt und Hoffnung gemacht, dass es vereinzelte Meldungen von Sichtungen durch Wanderer aus den tiefen Wäldern Tasmaniens auch in späteren Jahren noch gab. Der sehr selten gewordene Schneeleopard oder Irbis gilt in Zentralasien und im Himalaya als der Geist der Berge. Er lebt und jagt in großen Höhen von 2000 bis 6000 Metern. Seine Merkmale: Der Irbis wird 25 bis 75 Kilogramm schwer und erreicht ein Alter von 18 bis 20 Jahren. Die Kopfrumpflänge beträgt 80 bis 130 cm zuzüglich des auffallend langen Schwanzes. Der Schneeleopard ist in der Lage, 13 Meter weit zu springen. Bei der Verhaltensweise zeigt er Verhalten von Kleinkatzen. So zum Beispiel schnurrt er statt zu brüllen und er frisst in Hockstellung. Der Schneeleopard ist stark gefährdet durch Wilderei wegen seines hochwertigen, dichten Felles und er wird verfolgt von Haustierhaltern. Sein Bestand beträgt vermutlich nur noch 4000 bis 6000 Exemplare. Formal ist er streng geschützt. Es ist schwer, gegen die Wilderer vorzugehen. Seine genetische nähere Verwandtschaft ist unklar. Aktuell wird eine Nähe zum Löwen diskutiert. Der Grizzlybär, übersetzt der graue Bär, ist die amerikanische Unterart des Braunbären und die größte Bärenart der Welt. Von diesen wieder ist die Subpopulation auf der Kodiak-Insel die größte. Seine Merkmale sind eine Kopfrumpflänge von 1,5 bis 2,5 Metern, das Alter beträgt maximal 30 Jahre,
An Größe und Gewicht besteht ein deutliches Nord-Süd-Gefälle von 680 Kilogramm im Norden bis 200 Kilogramm im Süden und ein Geschlechtsdimorphismus. Das bedeutet, die Männchen werden deutlich größer als die Weibchen. Der Grizzly ist gefährdet durch die Jagd und durch Lebensraumverlust. Er ist streng geschützt. Die Population in den USA ohne Alaska ist mit 1200 Tieren zurzeit stabil. Ein Grizzlybär kann auf der Jagd bis 60 Stundenkilometer schnell werden und holt damit jedes Pferd ein. Er frisst alles, überwiegend aber Pflanzen, Früchte und Beeren sowie Fleisch auch als Zusatznahrung. Sein Sehvermögen ist schlecht, er hört und riecht aber hervorragend. Seine Kraft ist legendär. Ein Tatzenhieb kann einen Elch töten. Das Okapi oder die Waldgiraffe wurde als letztes Großtier erst 1901 im Kongo-Urwald entdeckt. So lange hat sich dieses große Tier verborgen gehalten. Es ist ein Paarhufer aus der Familie der Giraffenartigen. Das Okapi ist selten und ein scheuer Bewohner des Regenwaldes. Durch seine Fellfärbung ist es gut getarnt. Die Tiere sind tagaktiv und leben überwiegend einzelgängerisch. Es existieren noch etwa 30.000 Tiere. Seine Merkmale sind: Okapis werden bis 2,5 Meter hoch und erreichen ein Gewicht von 200 bis 300 Kilogramm. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Die Zunge ist dunkelblau wie bei anderen Giraffen auch und bis 25 cm lang. Die Zunge wird zur Nahrungsaufnahme und zur Körperpflege genutzt. Die Männchen haben auf der Stirn zwei stumpfe, etwa 25 cm lange, fellüberzogene Hörner. Hier bei einem Okapi die typische blaue Giraffenzunge in Aktion. Die ersten Okapis in Europa waren lange Zeit im Zoo von Frankfurt bei Professor Cimek ein Besuchermagnet. Zum Abschluss das Mokele Mbembe. Seit etwa 200 Jahren hält sich in Zentralafrika der Mythos eines großen unbekannten Tieres. Die dort ansässigen Pygmäen beschreiben in den Urwäldern des Kongos immer wieder dieses Tier, dessen Name bedeuten soll, der den Lauf des Flusses stoppt. Eine Erstbeschreibung erfolgte 1776 durch einen französischen Missionar. Seitdem wurden vereinzelte, aber übereinstimmende Sichtungen gemeldet. Bisher gibt es keine Beweise. Beschrieben werden Tiere von etwa Elefantengröße mit vierstämmigen Beinen mit drei Klauen, einem langen Hals und einem kleinen Kopf, die Pflanzenfresser sein sollen. Entweder liegt eine Verwechslung mit anderen rezenten Tieren vor, oder es handelt sich um eine überlebende Gruppe von Sauropoden? Fragezeichen. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Reise durch die Welt der Mythen, Monster und Legenden angelangt. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und die Fantasie angeregt, sowie nebenbei einiges an Allgemeinwissen vermittelt. Dann hat es auch seinen Zweck erfüllt. Ihr Dr. Hans-Jürgen Alexi.